Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich wurde ein paar Mal darauf hingewiesen, netterweise, dass ich immer in den Videos so ein blödes, nerviges Rauschen habe bei der Tonaufnahme. Ja, das ist mir auch aufgefallen und ich habe rumüberlegt, was ich machen kann, ohne viel Geld auszugeben und habe mich dazu entschieden, mal zum Mediamarkt zu fahren und mal zu gucken, was die so an Mikrofonen da haben. Ich hatte mir eigentlich was anderes vorgestellt. Ihr seht jetzt, was ich mir mitgenommen habe. Mit dem Licht ist das gerade ein bisschen blöd. Das ist nur so ein Lavalier, glaube ich, nennt sich das oder so. Diese Ansteckmikrofone, wie man das hier oben auf dem kleinen Bild auch erkennen kann. Ja, was steht drauf auf der Verpackung? Ist es das ein Metallgehäuse? Ja. Rauschunterdrückung, das ist natürlich wichtig für mich. Halteclip, was steht hinten? Nochmal dasselbe. 7 Gramm Leichtgewicht mit 2,5 Meter Kabellänge. Und eine Anleitung liegt mit bei. Na, das ist doch toll. So, ja, das ist natürlich super. Das Ding war ziemlich günstig. Ich glaube, es hat nur 7 Euro oder so gekostet. Ist natürlich hervorragend. So, wenn ihr mit eurem Smartphone filmen wollt und denkt einfach, ja, dann kaufe ich mir jetzt so ein Teil dazu und stecke das dann ins Smartphone rein und dann ist alles super. Ganz so einfach ist es nicht. Das hat einen dreipoligen Stecker und für euer Smartphone, wenn ihr damit filmen wollt, dann braucht ihr einen vierpoligen Stecker. Ich habe jetzt hier mal vom iPhone die EarPods. Kann man das hier gerade sehen? Das ist halt ein vierpoliger Stecker. Sieht man auch hier, dass diese drei Plastikringe in der Mitte, daran könnt ihr das erkennen. Das kann man jetzt hier gerade noch nicht sehen, das können wir gleich sehen, wenn es ausgepackt ist. Hier sind es nämlich nur zwei. Also, so funktioniert es nicht, aber wie funktioniert es dann? Mit einem Adapter. Den müsst ihr euch noch dazu kaufen, der war aber jetzt auch günstig, hat 5 Euro gekostet. Also, ich würde mal sagen, das lässt sich aushalten, damit kann man leben. So, holen wir mal die zugegebenermaßen etwas schmutzige Schere dazu. Und ich hasse ja diese Blisterverpackung. Wir schneiden das Ganze mal auf, um uns das mal genauer anzuschauen. Ich hoffe ja einfach mal, dass das wirklich was bringt und dass die Tonqualität dadurch jetzt besser wird. Ein ewig langes Kabel, was ich dann gleich wieder vor der Katze verstecken muss, bevor sie es frisst. So, und hier können wir es dann. Hier ist noch so eine Schutzkappe drauf, die ich nicht abkriege. Wer hat sich denn das ausgedacht? Wer denkt sich denn so ein Mist aus? Kann man das sehen? Hier ist so eine hässliche Plastikkappe drauf, die man einfach nicht abziehen kann. Dann gucken wir mal, ob wir das so hinbekommen. Oh, Entschuldigung. So, es ist ab. Und hier könnt ihr es nämlich nochmal ganz wunderbar sehen. Das sind diese zwei Striche. Nochmal vom iPhone. Die EarPods meine ich. So, das Weiße sind die EarPods. Das Pinke ist der neue. So, da seht ihr das. Gut. Kabel wieder auseinandergefriemelt. Wie sieht das Mikrofon aus? Okay, also ich muss sagen, es fühlt sich tatsächlich recht wertig an. Hat ein bisschen Gewicht. Sogar die Klammer ist aus Metall. Nicht schlecht. Finde ich gar nicht mal so schlecht. Schauen wir uns auch noch mal kurz das Kabel an. Das ist natürlich jetzt nicht so interessant. Aber gehört ja mit dazu, damit das Ganze auch funktioniert. So. Einmal kurz aufgeschnitten. Ja, das ist ein extremst langes Kabel, wie man sieht. Ja, lass mich schätzen. 2, 3 Zentimeter. Nein, ja. Was sind das? 15 insgesamt? 20? Irgendwie so. Und hier kann man jetzt sehen, wie bei den EarPods ist das vierpolig. Nun kann man natürlich, das ist natürlich ganz schön, pink in pink. Das kommt dann ins iPhone rein. Dann haben wir das Mikro. Wir können es natürlich eigentlich auch gleich direkt mal einmal ausprobieren, ob das denn so hinhaut. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das jetzt alles so klappt, aber ich stecke es einmal mal rein und dann hören wir es ja. Momentchen. So, ich habe eine Hülle. Oh, Moment. So, ich habe eine Hülle. Hier seht ihr nochmal das Mikro. Hülle ums iPhone drum. Gucken. Das war wahrscheinlich jetzt sehr unangenehm. Ich weiß jetzt nicht, ihr könnt mir das ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob der Sound so besser ist.
Bin gespannt, ich höre mir das dann auch gleich mal an und freue mich schon drauf. Mal gucken, ich hoffe, dass dadurch die Qualität etwas besser wird. So, vielen Dank fürs Zuschauen, streichelt euren Bart und bis zum nächsten Video. So, da der Test eben gerade ziemlicher Mist war, muss ich zugeben, dachte ich, probiere es nochmal aus, wie es richtig gehört, also am Hemd befestigt. Ich habe auch nochmal gerade eben kurz aus dem Müll, ich dachte, ich muss nochmal kurz reingucken, in die Bedienungsanleitung. Kann man gleich das Knister hier auch nochmal hören, wie blöd es dann ist. Ich muss sagen, ich finde das großartig, wenn man nochmal auf die Packung schreibt, inklusive Bedienungsanleitung und sowas, und man denkt dann, da steht vielleicht irgendwas Nützliches drin, und was hier drin steht ist: Schließen den Klinkenstecker des Kabels an den Mikrofoneingang rosa Ihres Computers an. Bitte stellen Sie sicher, dass das Mikrofon im Betriebssystem sowie in der verwendeten Software als Aufnahmegerät gewählt wurde und dass der Aufnahmepegel korrekt eingestellt ist. Das war's. Ja, das muss ich sagen, unglaublich hilfreich. Was für eine tolle Anleitung. Gut, das war jetzt eigentlich nochmal der Test. Jetzt habt ihr es nochmal richtig gehört, wie es das gehört. Ich hoffe, dass es dadurch jetzt besser geworden ist. Alles klar, macht es gut, immer noch den Bart streichen, nicht vergessen, und bis zum nächsten Video.